Willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Knight. Folge Nummer 4. Auf Kinder aufpassen muss ich nicht, dafür ein Orakel besuchen. Na du, könnte man ja mal ein bisschen zumachen hier, oder? Identitätsprüfung des Benutzers per Iris-Erkennung, ein Netzhaus-Scanner. Identität bestätigt. Schick. Ein Computer. Ein Zuhause abseits von Zuhause. Wieso regnet's? Undichtes Dach. Das Toxin. Komme ich in die Betthöhle und bringe deine Sachen durcheinander? Ja, wenn du es könntest. Die Verbindung auf ihre Grundelemente reduziert. Aber da ist nichts, was wir zurückverfolgen könnten. Was, wenn wir das Ganze falsch angehen? Statt nach dem Toxin zu suchen, sollten wir uns vielleicht auf den Herstellungsprozess konzentrieren. Wie konnte mir das entgehen? Die Reaktion verursacht einen Strahlungsanstieg. Scanne die Stadt nach dieser Energiesignatur. Sie zeigt uns, wo Scarecrow das Angsttoxin herstellt. Es wird ein paar Stunden dauern, die Satelliten zu positionieren. So viel Zeit haben wir nicht. Ich werde die Antenne bei den Filmstudios umfunktionieren. Bruce, ich... hab mit Dad geredet. Ich hasse es, ihn anzulügen. Wenn er wüsste, dass ich noch in der Stadt bin. Er gibt sich immer noch die Schuld hierfür. Wir halten Scarecrow auf. Daran ist nur jemand schuld, der jetzt tot ist. Und Barbara, ich bin enttäuscht von dir. Es war ein Anfängerfehler, das Toxin natürlich nicht auf seine Grundbausteine zu reduzieren. Das haben wir doch schon in Arkham City getan. Ein wirklich undichtes Dach. Jim, wir müssen herausfinden, von wo aus Crane agiert. Gott sei Dank. Was kann ich tun? Habe ich den Standort, gebe ich Bescheid. Halt deine Männer bereit. In Ordnung. Ich finde das so super, wie sich der Bildschirm in seinen Augen reflektiert. Batman kann von Gebäude vorspringen, aus in den Sturzflug übergehen und Gleitfluggröße schon... ja, das... Abziehen und das alles verpassen? Da versuche ich mein Glück lieber mit Scarecrow. Hä? Was ist los? Wer hat das gesagt? Ich weiß es nicht. Überall Verbrecher auf den Straßen Gothams. Ich habe auf diese Nacht gewartet. Keine Zivilisten. Wenn ich fertig bin, wird sich die Welt für immer verändern. Ach, Crane, du verrücktes Schwein. Doch, falsche Richtung. Bitte. Da müssen wir erstmal eingreifen. Ich brauche nicht mal 10 Leute, um euch zu erledigen. Immer. Ja, das da. Kritisches Ausschalten können wir jetzt. Aha. Naja. Was steht da? Was? Rain Regenerations Projects. Batman hat einen Panzer. Scarecrow hat zig Panzer. Wo ist mein Panzer? Das ist nicht fair, Mann.
Scarecrow hat Panzer? Sind die wirklich von Scarecrow? Batman! Bad for Gotham? Da stand vorhin Good for Gotham. Sowas. Sag bloß, wir fahren zu viele Sachen um. Hab gehört, hier geht irgend so ein Irrer rum und nagelt Leute an die Wand. Hä? Macht sowas. Happy Halloween. Überall Happy Halloween. Es ist Halloween? VIP-Elevator. Ja, durch den Aufzug können wir wahrscheinlich nicht rein, oder? Das wäre auch zu schön. Locked. Verschlossen. Natürlich nicht. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Warum ich sie gewarnt habe, Batman? Warum ich diese getriebenen Flüchtlinge habe fliehen lassen? Du weißt es nicht, Bruder. Und es macht dir Angst. Du hast sie fliehen lassen, um Angst zu verbreiten. Weil du keine eigenen Handlanger hast. Du hast sie benutzt. Generator ist beschädigt. Ich muss die Antennen direkt mit Strom versorgen. Hallo nochmal, Mr. Wayne. Wie kann ich Ihnen helfen? Ist die Winde bereit für den Einsatz? Sie ist vollständig funktionstüchtig. Ich garantiere aber für nichts, wenn Sie damit Ihren Wagen an einem Gebäude hochziehen wollen. Sie lesen meine Gedanken. So lautet die Jobbeschreibung, Mr. Wayne. Der Batwing ist auf dem Weg. Lucius Fox. Besorge die Winde für das Batmobil. Na gut. Nichts leichter als das. Noch und wie passend. Da ist bereits eine Chance, weil wir mit dem Batmobil rüber wollen. Hallo, Auto. Komm mal her. Ach, wie nett. Batwing, du hast dich verändert. Du bist größer geworden. Sie werden so schnell erwachsen. Eine Winde zieht Hindernisse herunter und bewegt schwere Blockaden. Liefert leistungsstarke Wechselstromenergieversorgung. Nett. Auf das Dach kriegen. Ich improvisiere. Die Seite benötigt einen sicheren Ankerpunkt. Schalten Sie dann in den Rückwärtsgang. Und seien Sie bitte vorsichtig mit dem Wagen, Mr. Wayne. Er ist ein Unikat. Der ist auch so gut wie unser Störer. Kampfmodus und Winde einsetzen. Na komm, runter. Tut mir leid, Gotham, ich muss euer Schild zerstören. Ach, wie schön. Ups. So viel dazu. Können wir uns doch einfach hochziehen? Wir haben doch jetzt die Winde. Nein? Wäre zu schön gewesen. Also ich glaube, Bruce hat seinen Führerschein ganz nah im Lotto gewonnen. Huch, Kampfmodus? Wenn wir den Kampfmodus, um durch enge Passagen zu navigieren. Was sind für enge Passagen? Achso, keine enge Passage. Meint der?
deine Verbündeten werden dir heute Nacht nicht helfen. Ich werde euch allein. Ach, da eine Winde einsetzen, damit wir uns wieder eine Schanze machen können. Komm mal hoch. Da. Komm. Danke. Ups. Ich muss mich echt noch an die Steuerung von dem Ding gewöhnen. Ist nicht so leicht, wie es aussieht. Fuck! Nein! Verdammt. Habe ich schon mal gesagt, dass es nicht so leicht ist, wie es aussieht? Er ist so extrem wendig, dass die Steuerung ist extrem direkt. Machen wir es eben so. Dauert dann so ein bisschen länger, aber. Ein Glück fällt er nicht runter. Ja, so viel dazu. Sollen wir da rüber? Oder müssen wir wieder eine Winde einsetzen? Okay, Winde einsetzen. Der Ankerpunkt ist an der Wand befestigt. Ich kann ihn mit dem Batmobil nicht bewegen, aber vielleicht kann er das Gewicht des Wagens tragen. Na dann. Kabosch. Ah, es geht ganz gut. Und das alles nur, um hier eine Wand aufzureißen. Ach nee, Strom zu geben. Okay, Wechselstrom. Ich glaube, so funktioniert der nicht. Das ist eine seltsame Starthilfe. Oracle, die Funkantennen haben jetzt wieder Strom. Super, ich verbinde. Ich habe mit Robin geredet. Das solltest du auch tun. Bruce, du brauchst mich da draußen. Gemeinsam finden wir Scarecrow schneller. Das, woran du arbeitest, ist wichtiger. Das kann doch warten. Lass mich helfen. Ich habe alles unter Kontrolle. Okay. Hör zu, meld dich mal ab und zu. Wir sind Partner, oder? Er will nur helfen, weißt du? Ist die Antenne bereit? Ja. Aber wir brauchen einen Mikrowellenturm, um Scarecrows Position zu orten. Es gibt einen bei Falcone Shipping im Cauldron. Ich habe ihn auf der Karte markiert. Danke, Oracle. Robin. Ich konnte ihn noch nie ausstehen. Wir haben die Antenne bei Falcone Shipping, um Scarecrow zu finden. Unser Batmobil muss, glaube ich, hier bleiben, oder? Das Batmobil versorgt die Antenne mit Strom. Ich kann es jetzt nicht einsetzen. Genau. Na gut, dann müssen wir eben zu Fuß. Nun müssen wir eben auf die alten Art und Weise. Pinguin und Two-Face arbeiten zusammen? Seltsam. Gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Das bedeutet nur Ärger. Okay, da sind ein paar. Fünf Soldaten. Alle Scarecrows Männer bewachen die Antenne. Ich muss die Bedrohung einschätzen und meinen Angriff planen. Und dann war's das mit der Operation. Wofür brauchen wir ihn? Die Geisel. Eine Absicherung. Fünf Soldaten. Alle bewaffnet. Bemerken Sie mich, töten Sie die Geisel. Würde hier sein. Wenn ich sie voneinander trenne, sind sie einfacher zu erledigen. Ich würde tatsächlich sehen, wie du ihm das ins Gesicht sagst. Willst du mich verarschen? Ich kann dir nicht mal anschauen. Ein Battering also. Das Menü ist neu. Das gab's früher auch nicht. Wir sollen also zielen. Wirf ein Battering in die Hörweite bewaffneter Gegner, um sie davon zu locken. Oder hervorzulocken. Hey, hört ihr
Schaut mal nach. Ganz schön dünne Wände. Ich gehe kein Risiko ein. Verstanden, Boss. Taschenlampen dabei. Leite hinter bewaffnete Gegner, um sie geräuschlos auszuschalten. Können wir auch schon. Halt. Gotham ist heute Nacht unser Spielplatz. Wenn du das sagst. Dreckiger Spielplatz. So viel zum geräuschlos ausschalten. Also er bewegt sich jetzt definitiv viel, viel schneller im Gitter. Also allgemein ist das Spiel sehr viel schneller geworden. Steht mit dem Rücken zu uns. Großer Fehler. Noch drei Soldaten da drin. Sie fühlen sich sicher, wenn sie zusammenbleiben. Dann treiben wir sie eben auseinander. Lucius, hier wurde eine Geisel genommen. Drei Bewaffnete. Ich muss sie ausschalten, bevor sie reagieren können. Ist er fertig? Flexible Platten über einer MR-Fluid-Panzerschicht. Die sind schneller, verursachen mehr Schaden und sehen dabei angsteinflößender aus. Schicken Sie ihn, Lucius. Jetzt. Schon in der Luft, Mr. Wayne. Klickt an einem neuen Anzug. Das ist doch nicht nötig. Das könnten wir auch ohne neuen Anzug machen. Eine Rauchgranate rein oder sowas in der Art. Aber der Anzug ist schon ein bisschen zerkratzt. Hat ja auch einiges durchgemacht. Schicke Schuhe. Neuer Gürtel. Damit können wir bestimmt mehr Sachen tragen, ohne dass sie uns zu schwer machen. Da hätte man fast herausgefunden, wer Batman in Wirklichkeit ist, indem man sein Gesicht gesehen hätte. Ich zeige es Ihnen. Die äußere und innere Schicht des Anzugs bestehen aus dreifach gewebtem Titanium. Das Interessante ist, was zwischen diesen Schichten passiert. Das MR-Fluid von Wayne Tech verhärtet sich bei einem Treffer. Mit dieser Schlagabsorption können Sie mehr Kraft in Ihre Konterangriffe legen. Die flüssige Rüstung ist flexibler, als Sie es von den Fasern gewohnt sind. Die größere Beweglichkeit können Sie nutzen, um mehrere Gegner rasch hintereinander auszuschalten. Der Anzug ist kompatibel mit dem elektromagnetischen Ausstoßsystem des Batmobils. Sie werden wie ein Geschoss aus einer Magnetkanone abgefeuert. Ja. Apropos, der neue Greifhaken zieht Sie ebenso schnell nach oben. Keine Sorge, Mr. Wayne, der Anzug hält die G-Kräfte aus. Noch schneller. Ach du Scheiße. Wie soll ich denn damit zurechtkommen? Wie fühlt er sich an, Mr. Wayne? Ich habe die ER-Trainingsprogramme aktiviert, falls Sie eine Diagnose oder Tests durchführen wollen. Ich glaube, das ist bitter nötig. Und wie ich mich dabei anstelle, das erfahren wir in der nächsten Folge. Von Batman Arkham Knight.